Hallo, der Marc von Physische Wien ist hier und bei mir ist die Victoria und die Jessie. Jessie sieht man nicht. Da ist gut versteckt. Noch auf dem zweiten Platz, weil wir noch vorbereiten. Victoria macht ein Bauchlap-Lessing und die Jessie macht jetzt doch ein Bauchlap-Lessing. Ja. Ist direkt am Conch oder nicht? Okay, gut. Also, wie ihr das aus meinen Videos kennt, denn ihr kennt meine Videos, habt ihr gesagt? Ja. Ist die erste Frage, die ich dir stelle, weil hier, ob du was verschmucken möchtest. Ob du was mit Glitzerstein möchtest oder ohne Glitzerstein? Ja, Glitzer. Ja? In weiß, rosa oder hellblau? In weiß. Mit zwei oder mit einem Stein? Mit zwei. Ganz schnell. Ja, da weiß man ja, weil wisst ihr eh schon, was ich frage. Wisst ihr schon, was ich will. Das ist lustig teilweise, dass die kurz wirklich ja, schon teilweise mitsprechen können. Ja. Gut, okay, dann werden wir mal loslegen. Piercing, bist du das erste Mal gepierst oder hast du schon was? Erstes Mal. Erste Mal. Du bist 19, ne? Oder wirst du 19? 18. Ich bin noch 18. Ja, genau. Oh, kurz vor Weihnachten. Ja. Wirst du 19. Also bei uns. Wurde genau zu Weihnachten. Bei uns piept der Autoklave. Also ganz nicht, dass ihr denkt, bei uns piept es wohl oder irgendwie, sondern. Ja, gerade der Lümachprozess abgeschlossen. Ja, okay, nehmen wir also quasi das mit meinem Stein. Ja. Oben und unten, die du schon kennst. Und dadurch bin ich mal im Bauch mal frei. So sieht das aus. Für den Anfang steril. Kannst du das irgendwie wegknoten, einhängen, einschieben, was jetzt halt? Das geht schon. Ja, wunderbar. Gut. Das sieht man nicht so. So. So, du hast auch einen lustigen Bauchnabel. Ja. Ist süß. Ich meine, erstmal hast du eine schöne Figur, alles dazu danke. Passt. Und du hast so einen leichten Knubbel drin, ja? Ja. Das ist ganz lustig, jetzt versteckt sich da so ein bisschen drin. Also viele Leute denken ja, ich zeig den mal vorher, denken ja, dass man sowas nicht piercen kann. Mhm. Aber es ist ganz normal, so ein Nabel mit so einem kleinen Wuppel drin. Ich finde das ganz lustig, jeder Nabel ist anders. Es gibt flache, spitze, dünne, dicke, runde, große, kleine und eben Knubbel, Bauchnebel und deine kann man sich auch stechen, kein Problem. So, ganz gerade stehen. So, bist ein bisschen schief, weißt du das? Ja. Gut, gut. Also leichte Wirbelsäule, Verkrümmung ist die Hose. Ja. Das sieht man immer so, wenn man genau mal schaut, würde ich empfehlen. Also wir schauen jetzt, dass wir das auf die Körpermitte gerade stechen. Mhm. Das ist auch schön im Bauchnabel sitzt. Das Wichtigste beim Schwimmen gehen und sowas, jetzt sind auch Bauchnabelpiercing im Sommer. Also die nächsten drei Wochen sollte man nicht damit schwimmen gehen. Mhm. Ausnahme ist folgendes. Mehr Wasser kann man rein theoretisch reingehen. An Seen und Flüsse, wenn die Qualität von Wasser gut ist, wenn man da sich wirklich kurz untertaucht und erfrischt, okay. Mhm. Lange würde ich nicht drin bleiben, weil dann der Bauch die ganze Zeit im Wasser drin ist. Bei einem Piercing am Ohr tut man sich natürlich leichter, wenn man bis in die Schultern reingeht, geht es natürlich ganz anders. Chlorwasser ist absolut verboten, drei Wochen lang. Da würde ich wirklich dann noch nicht riskieren, dass du was hast. Wenn du daheim einen Pool hast, wo gar kein Chlor nichts drin ist, okay, das wäre doch eine Ausnahme. Aber wenn man es nicht hat, dann ist es vorbei. In sechs Wochen sollten wir uns hier nochmal sehen, dann kontrollieren und wechseln wir das alles aus. Machen dann einen kürzeren Schmuck rein und machen dann ein neues Piercing dazu. So. Wo kommt ihr her? Toll. Toll. Nicht weit weg für alle, die das. Die Zeit ist voll vergangen worden, überhaupt nicht. Ich war schon voll früh da, aber. Seit wann seid ihr da? Ja, seit halb zwölf. Halb zwölf, ja. Warum so früh? Ja, keine Ahnung, ich bin vom Waldviertel gekommen und dann sind wir nach Wien gefahren und dann wollten wir eigentlich irgendwas essen, aber jetzt haben wir noch einen Wecker gegessen und jetzt. Weil du so nervös warst vom Stehen. Vielleicht haben wir gedacht, die Zeit vergeht schneller, aber. Ja, es war doch nicht so da. Naja. Egal. Das ist dann, wenn man so in klar, dann wartet man so drauf und dann vergeht die Zeit noch langsamer nämlich. Ja. So ganz gerade am Stehen. So. Finde ich gut. Schaust du den Spiegel mal an. Also du siehst einmal den oberen Punkt und innen drin einmal den unteren Punkt. Einfach schön gerade durch, von oben nach unten. Finde ich eigentlich jetzt gut, würde ich mal genauso lassen. Zeig dir mal. Ja? Ja. Machen wir so. Dann zeige ich nochmal kurz für die Cam. Die Wups, so, da haben wir es einmal oben, einmal unten. So, dann werden wir es mal filmen. Dann werden wir dich jetzt mal hinlegen und dann mache ich noch eine Ärzterrolle drauf. Wenn ihr alle Videos oder viele Videos schaut, welche Einstellung findet ihr denn am besten beim Bauchnabel piercing stechen? Sollen wir es von vorne, von hinten, von ganz nah? Wie sollen wir es denn filmen? Ja. Keine Wünsche? Keine Anmerkungen? Okay, dann überlege ich mir was. So wisst ihr am besten, ist mit mir. Mir ist es wurscht. Für mich ist, ich mache es nur so, dass das Ding nicht auf den Nerv geht, das ist klar. Ja, ja. Nur ist es halt manchmal mache ich es von vorne, dann finden die Leute, sage ich mal, manche finden das gut, andere finden es schön, wenn man es
ein bisschen von hinten schräg filmen. Ich glaube, ich habe sie letzte Zeit immer von vorne gemacht. Vielleicht machen wir sie wieder von hinten ein bisschen schräg filmen. Letztlich egal, Hauptsache, dass man sieht, was wir halt durch. So. Okay, also, dann leg dich mal drauf. Gut. Und du hast auch? Doch, du hast ich habe nur Ohren. Okay, nur Ohrläppchen. Also ich möchte dich dann fragen, in dem Ohrloch nachholen. Okay. So. Gut. Dann haben wir noch den Schmuck. Dann machen wir noch die Sterilnadel. Habt ihr noch eine Frage? Jetzt gerade noch du? Nein. Okay. Den Termin macht ihr dann bitte bald noch bei mir aus. Ja. Weil spontan Termine bei mir zu kriegen ist sehr schwer. Ja. Wie ihr wisst. Das stimmt. Wer habt ihr auf den Termin gewartet? Ich habe am 3. Juni angerufen. 3. Juni. Ja. Dann haben wir den 15. Juli, ne? Ja. Ja, ja, da habt ihr ein bisschen Geduld haben müssen. Ne? Ja. Aber es ist gegangen. So, es lohnt sich auch in Zeit. Also, gut Dinge weiter, aber es bringt ja nichts, wenn ich am Ende danach sei nicht zufrieden. Also, ja. Muss einfach passen. So. Nervös? Bisschen. Und fahrt ihr in Urlaub oder seid ihr jetzt die ganze Zeit? Nein. Ich fahre nicht mit. Okay, also zwecks Meerwasser hast du keine. Nein, nicht ganz. Dann wie gesagt mit Pools und Bädern, Freibädern und so ein bisschen lassen. Wie gesagt, Zähne und Füße, man weiß bei der alten Donau damals nicht, wie es vom Wasserqualität ist, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Also lieber ein bisschen lassen. Ich fahre jetzt immer Kustreck. Ja, bei dir ist das aber nicht so schlimm wie bei mir. Ja. Bei dir, wenn du im Kopf draußen bist, ist es generell keine Sache. Das ist bei der Donau blöder, weil sie. Im Bauwasser hat sofort im Wasser, wenn du mit dem wenn du hier frischen willst. So, bleiben wir ganz locker. So. Du atmest mal ruhig weiter. Versuch dich ein bisschen zu entspannen. Alles okay? Mhm. So, kann ich mal die Haut ein bisschen hochziehen. Und das war's schon. Super. Der Blick. Nehmen wir einen Blick. Das Schlimme ist, war so geschockt. Ach so, Hilfe. Bisschen. Super. Aber ich hätte es mir eigentlich schlimmer vorgestellt, wirklich. Echt? Es war alles so kurz so. Geht's mit dem Kreislauf? Geht ja. Super. Sehr schön. Wie fühlst du dich? Ist das okay? Ja, es geht. Alles fit? Ist nur ein bisschen heiß. Ja gut, es ist normal, eben durch die Aufregung, durch die Nervosität. Ich hole mal die Kamera rüber. So. Wenn du möchtest, darfst du dich dann mal aufstellen. Und das dann spielen. Das machen. Und lass mal kurz liegen, kein Problem. Soll ich dir die Pflege so lange kurz erklären? Mhm. Gut. Nach hinten legen seid ihr nicht, oder? Lass mal so. Ich kann ja auch ein bisschen reinigen. Passt so? Gut, also, ihr könnt die Pflege kurz. Dann hast du mal liegen, das haben wir noch mal noch nie gemacht. Macht auch nichts. Also, erster Schritt, bräunte den Spray. Ja? Sprüh dir davon einfach zwei, drei Sprüher schön auf den Bauchnabel auf, da früh ein bisschen runterlaufen, kann man im Zweifel nicht zu viel nehmen. Lass es kurz einwirken, 30 Sekunden, für die antibakterielle Wirkung ist 30 Sekunden eine Sekunde. Danach nimmst du bitte eine Küchenrolle, wie ich im Video gesagt habe. Mach die Bräunte den Spray feucht und wisch dir oben und unten drin das Piercing sauber. Bitte nicht nach oben biegen, du weißt, was ich damit meine. Also nicht quasi jetzt quasi das Piercing wirklich so hochziehen und reißen, da unten reingehen. Also nicht unter diese Kugel zu arbeiten, das tut dem Piercing nicht gut, wenn man das unten drunter löst. Zweiter Schritt, Bräunte den Gel. Davon bitte einen Tropfen auf den Finger nehmen. Wirklich wenig, weniger ist hier mehr, steckt euer Kopf groß. Und das schmilzt mir zwischen Bauch und Piercing rein, also genau diese zwei Zwischenräume zwischen den Ober- und unteren Kugeln und den Rest verschmilzt man einfach oben noch drum rum und dann tust du es ein bisschen sanft so runter schieben und das war's. Wir machen das drei Wochen zweimal am Tag und dann drei Wochen einmal. In den sechs Wochen sehen wir uns dann wieder zum Wechseln und kontrollieren. Gut, dann kriegst du natürlich schriftlich auch mit und dann alles drin steht noch viel mehr. Kreislauf ist. Geht, wenn man es probierst. Ja. Wir haben auch Traubenzucker da, Wasser, alles. Sicher? Gut, dann schau es dir mal an. Oh, das ist voll schön. So, dreh dich mal gerade zu mir. Mega schön ist das. Kann man sagen,
sieht man den Knubbel gar nicht mehr, ne? Den haben wir jetzt, weggekrubbelt sozusagen. Da ist es. Sehr, sehr schön. Perfekt. Gut, meine Liebe. Dann, wenn du keine Fragen mehr hast, sage ich, sind wir mit dir mal fertig. Danke dir mal fürs Stechen lassen, dass du bei mir warst, dass wir die filmen dürfen. Und dann machen wir mit dir, Jessie, weiter, würde ich sagen, oder? Gut, bleibt es beim Orloch oder wird es doch am Konsch? Es bleibt beim Orloch. Du weißt es nicht. Nein. Und wenn, dann machst du es noch. Du, es geht um nichts. Dann machst du halt noch das Konsch-Bissing auch noch. Das ist, ich laufe ja nicht davon. Bitte, du darfst ihr jetzt leider einfach runterziehen. Gut, auf welcher Seite machen wir das Orloch? Rechts. Auf rechts. Dann darfst du dich mal zu mir setzen. Gut. Also. Dann machen wir das gleich. Hast du schon auch hier drin? Ja, eins. Ja. Hast du ein Haargummi? Bitte, tu mir mal kurz rein. Schau mal, haben wir das vergessen? Gib dir gleich mal hier das Pöbel. Okay. Also, die Frage, die sich jetzt stellen wird, ist vom Abstand her. Wollen wir das jetzt eher enger auseinander, wollen wir es eher weiter zusammen? Was ist so dein Gefühl? Also, eher ein bisschen weiter zusammen. Also, das da drüben, sag ich dir gleich, das ist natürlich ein Rups. Ne? Das sieht also behindert aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, das würde ich jetzt nicht nachmachen wollen. Mhm. Weil erstmal geht es nach unten, das soll es nicht. Das soll dann nach oben gehen, in leichter Bogenform. Und auch viel zu eng, das ist halt typisch Pistole verschossen irgendwie. Ne? Ja. So sieht das auch. Ist nicht weit auseinander. Also ja, aber auch genau weit auseinander, aber auch noch unten. Ja. Alter, Schwachsinn. Okay, also ich würde das, wenn ich das mal machen soll, so machen, dass es irgendwie schön aussieht. Ja. Das heißt, da müssen wir natürlich ein bisschen... ein bisschen Abstand machen, dass es ein bisschen anders wird. Mhm. Setz dich am besten noch kurz so, dass die Beine mal runterbaumeln. So, jetzt mal kurz, dass man schnell sieht, was da drüben ist. So sieht es eben aus, wenn das jetzt nicht gut ist. Es ist fast auf einer Höhe und geht sogar so noch nach unten und viel zu eng vom Abstand. Also, das wollen wir bitte nicht nachmachen. Ja. Ist natürlich doof, weil du halt dann links und rechts unterschiedlich aussiehst. Ja. Aber letztlich können wir gar nichts anderes machen, als das, weil das andere der Murks. Ja. Einverstanden, oder? Warum du? Gut. Dann willst du es mit Glitzerstein oder ohne Glitzer für den Anfang? Mit Glitzerstein. Okay, in weiß und rosa oder hellblau? Weiß. Weiß. Dann würde ich zu dem Stecker, den du hast, ich würde fast eine 2,5 Kugel nehmen, die ganz kleine. Ja. Aber der ist nicht besonders groß, den du jetzt hast, das ist dann auch noch irgendwo ein schönes. Rymark. Okay, das will ich auch nicht wissen. Ja? Auch da wieder, das ist immer so ein Thema Material und Verträglichkeiten und echt aufpassen. Wichtig wäre mir folgendes, für das untere Loch, was du jetzt noch hast und wo jetzt dieser Primark drin ist. Soll ich es rausgehen? Ja, will ich, weil da ist natürlich Mutterschmuck drin, das verträgst du in dem alten Loch, weil das hast du dir irgendwie als kleines Mädchen hast schießen lassen. Das geht auch irgendwo, weil das schon 100 Jahre alt ist, aber wenn du jetzt ein neues Loch daneben stichst, kann es sein, dass sich das dadurch entzündet und das ist ja schade. Also deswegen machen wir das neu. Desinfiziere ich es dir mal und zeige es mal. Wegen dem drüberrennen, ich würde dir empfehlen, wenn es jetzt hier schön ist und dir gefällt und sagst, Mensch, eigentlich jetzt ist der Abstand passend und, dann würde ich mir überlegen, ob ich das drüber das zweite auch mal raus tue. Was das? Das hätte fallen. Das wächst nie zu, aber ist egal. das wächst immer zu. Mhm. Und dir dann nochmal neu stecken lässt bei mir, dass es angepasst ist zu dem drüberrennen, das wäre halt schon eine Option. Weil sonst glaube ich, sieht es eher so ein bisschen doof aus und dann ärgerst du dich. Ja, aber ich habe unten drunter irgendwie so ein. Ja, das ist die Verknüpfung, das ist dieses. Du nimmst auch deinen ersten und wir sind sehr weit oben gemacht. Deswegen muss ich mich da jetzt ein bisschen anpassen. Ich glaube schon, soll ich bewegen? Ja, wahrscheinlich so. Also, ich gucke jetzt mal, dass wir so eine leichte Bogenform hinkriegen. Abstand habe ich jetzt mal 8 mm gemacht. Schau es dir mal an, ob dir das gefällt. Ich würde es auch einen Hauch näher machen auf 7 mm. Das ist ein bisschen eine Geschmacksfrage. Jetzt sind natürlich keine Schmuckstücke drin. Ne? Mhm. Weil du eher große Sachen trägst oder kleine, wenn du nur kleine trägst. Eigentlich würde ich eher sowas tragen. Mhm. Also habe ich bei dem ein kleineres drin, gesehen, weil es wird sonst nicht passen. Aber ich glaube. Wir können auch auf 7 mm gerne auch zahlen. Vielleicht ein bisschen noch. Na, probier das. Das ist auch gut, was sehen. Ja. Und jetzt. Haare färben, 6 Wochen verboten, das weißt du eher aus den Videos. Ja.
Ja, ich glaube, ja. Alles? Ja. Gut. Dann gehen wir dran, dann nehmen wir unsere sterile Zange zum Stechen. Und dann werden wir dich mal verschönern. Ist aber jetzt nicht nervös, oder? Nein. Und seit wann kennt ihr unseren Kanal? Zwei waren da von meiner Klasse, die haben bei den Bauchmann ein bisschen gemacht und die eine hat ein Ohrläppchen gemacht. Okay. Und dann habe ich mir das wieder angeschaut, aber habe dich dann nicht mehr verfolgt und jetzt seit ein paar Monaten wieder. Mich nicht mehr verfolgt? Ja. Oh, das war schon gemein. Ja. Und dann bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen, ja, vielleicht ein neues Piercing und so, und dann habe ich mir voll viele Videos von dir angeschaut und so. Ja. Ja, dann kriegt man schon Lust, oder zumindest dann kriegt man auch Vertrauen, ne? Ja. Darum geht es ja auch, dass man natürlich weiß, wenn es in guten Händen. Und generell, dass Piercing nichts Schlimmes ist. Also, das ist ja auch der Sinn dieses Kanals, dass man Piercing muss man keine Angst vor haben, das ist ja keine schlimme Sache. Kannst locker bleiben. Fertig. So, und war's schlimm? Nein. Aber jetzt verstehe ich, was du meinst, dass dir heiß wurde. Ja. Ja, das ist auch dramatisch. Dass dieser Stichschmerz kurz, dann schießt einem das Adrenalin ein, dann wird man kurz. Also beim Schießen hat es länger weh dann. Also beim ja. Also der Schmerz danach. Achso, ja. Das war's. Ja. Ja? Ja. Gut. Das ist total ein Unterschied. Klar. Ich sehe Schlaf drüber. Ja, bin sicher, wir sehen uns wieder. Ja. Alles zwei Leute noch. So, auch für dich nochmal kurz die Pflege schnell im Schnelldurchlauf. Ich habe es dir gerade eh schon fürs Video mal erklärt und du hast vielleicht auch nicht zugehört. Beim Pommer haben wir natürlich im Endeffekt das gleiche in grün. Das heißt, der wird auch Pontalin-Spray genommen. Wie du das kennst, sprühe dir da vom Pontalin-Spray wieder so zwei, drei Sprühe auch vorne hin. Hinten auch. Lass es einwirken, 30 Sekunden. Dann nimmst du auch eine Küchenrolle, auch keine Wattestäbchen wegen Fuß und Küchenrolle anfeuchten und bitte Piercing abwischen. Schmuck nicht raustun, ganz wichtig. Okay. Er ist lang genug, du kommst von vorne hinten hin, du kannst es schön hin her schieben, kein Problem. Danach nimmst du Pontalin Gel, auch hier wieder ein Stäbchenhalterkopf, großer Tropfen, so groß ungefähr wie die Piercingkugel, jetzt ist wirklich wenig, weniger ist mehr. Ja. Tupfst einen vorne und hinten und schiebst dann nach vorne zurück. Nicht dran drehen. Ja. Früher wird immer gesagt, Ohrringe werden gedreht, wir schieben bitte nur. Ja, okay. Weil den Stich kann er wieder einreißen. Dadurch, dass ich geschieden bin. Okay. Haare färben wirklich 6 Wochen nicht. Und schwimmen gehen rein theoretisch du bis hier, wenn du eben jetzt nur in die Natur sehen, Flüsse gehst oder Meerwasser, Chlorwasser würde ich auch in Leiter trotzdem bleiben. Okay. Ja? Gut. Dankeschön. Fragen? Nein. Von beiden nicht mehr? Gut. Dann können wir nochmal alle einmal ins Bild düsen, dann können wir noch schnell Tschüss sagen. So, also das war jetzt Jessie und Victoria für ein Ohrloch und ein Bauchnabelpiercing. In diesem Sinne, danke euch fürs Video, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Ciao. Tschüss.